Hallo E30 Freunde, heute zeige ich euch mal alle meine BMWs, hauptsächlich E30, die ich seit 1998 so hatte. Also meine persönliche Retrospektive, und es sind leider einige Fahrzeuge zusammengekommen, ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich da so viele Fahrzeuge auch teilweise verschlissen habe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show. Angefangen hat bei mir alles mit Motorradfahren auf Mopeds, also Simson und solche Dinge habe ich direkt verzichtet. Bei mir ging es dann gleich los mit einer TS 250, ein bisschen umgebaut hier fürs Gelände. Lag daran, dass nach der Wende halt diese ganzen Ostmotorräder überall rumlagen und günstig verfügbar waren. Mein Vater hatte dann kurz nach der Wende diesen E12 525, ist hier nur ein Beispielfoto. Damit hatte ich dann so meine ersten BMW-Erfahrungen. Mein Vater hat sich auch mal ein kleines Rennen geliefert mit einem 924er Porsche, weiß ich noch ziemlich genau, und hat natürlich den Porsche völlig versenkt. Der 525 hier mit Vergaser hat 150 PS und fuhr wirklich sehr nett. Innen auch eine schöne beige Innenausstattung. Danach hat er dann einen E34 bekommen, 525i, 24 Ventiler. Wie man sieht hier mit dem M-Paket. Auch innen drin sehr gut ausgestattet, M-Technik 2-Lenkrad, Sportsitze. Der ging ja schon richtig nach vorne. War für mich also absolut faszinierend, mit diesem Fahrzeug dann mal so die ersten Runden zu drehen. Ich habe mir dann als ersten BMW hier einen 318er gekauft. Zinnoberrot, Baujahr 86, mit Recaro-Sitzen schon drinne, eine riesen Beule auf dem Dach. Den Wagen habe ich günstig gekauft, 1500 Mark, weil der Zündaussetzer hatte, mit dem bin ich auch eine Weile rumgefahren, und dann nach 2, 3 Wochen habe ich mir die Zündkabel vorgenommen, alle mal durchgemessen und festgestellt, dass das Zündkabel vom Zylinder 1 irgendwie so ein bisschen hochohmiger war als der Rest. Und danach fuhr der eigentlich ganz fantastisch. War ein Cutloser, 105 PS, 318er, und der lief richtig gut. Also der hat dann auch richtig Spaß gemacht. Ich habe dann meine ersten Lautsprecheranlagen hier eingebaut. Ein Kanton, 3-Wege-System, was eigentlich auf die Heckablage gehört, hat dann hier in die Tür Einzug gehalten. Das klang richtig gut, muss ich sagen. Also wenn man die Tür gut gedämmt ist, kann man damit wirklich arbeiten. Weiter ging es dann mit einem 325i, den habe ich getauscht, mit ein bisschen Zuzahlung meinerseits, gegen diesen 318er auf dem Automarkt an der Beußestraße. Das Fahrzeug hatte hinten rechts einen ganz schönen Unfallschaden, habe ich auch erst später gesehen. Wenn man halt keine Ahnung hat, dann übersieht man solche Dinge. Der hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, hatte ordentlich Power, hat dann die üblichen Tuning-Maßnahmen bekommen, was man so halt gemacht hat. Paar Baubits drauf, M-Technik 2 so ein bisschen nachgerüstet vorne. Einer meiner Professoren hatte dann in seiner Ausstellung an der Uni hier so einen Alpina Taro mit 0 Kilometern stehen. Den habe ich ihm dann 2, 3 Jahre lang abgequatscht, und irgendwann hat er mir das Ding dann gegeben. Dann hatte ich also hier einen Alpina Taro in meinem 325er drinne. Der 325 hat ja also doch einige Kilometer runtergeschrubbt. Und 1998, 99 habe ich dann angefangen, hier die E30.de-Seite zu programmieren mit so einem rustikalen Laptop hier. So ging das also mal alles los. Ich habe dann nochmal die Gelegenheit gehabt, hier mit einem Toyota Celica bei so einer Oldtimer-Veranstaltung mitzufahren. Und da fand ich es natürlich richtig cool, wie das Fahrzeug hier mit einer Sperre auf losem Untergrund dann durch die Gegend driftet. So, 1998, da habe ich dann dieses Fahrzeug bekommen, 1:1 getauscht gegen den delfingrauen 325er. Das ist ja auch ein 325er Cabrio ohne Cut, aber mit sehr vielen Blessuren, wie man hier auch schon sehen kann. Da ist mir dann relativ schnell einer reingerutscht. Also bei winterlichen Bedingungen ist der neben mir ins Schleudern gekommen und hat hier die ganze Seite ruiniert. War dann ein klassischer Versicherungsschaden. Ich habe das Fahrzeug dann reparieren lassen und gleich neu lackieren lassen, war eh überfällig. Der Wagen ist dann in Leitgelb Metallic vom E46 lackiert worden. Naja, und dann habe ich den halt bei meinen Eltern auf dem Hof zusammengebaut. Und dann ging es los mit Gewindefahrwerk von H&R. War damals noch was ganz Besonderes, also unerschwinglich auch vom Preis her. Da gab es die noch nicht wirklich gebraucht, sondern halt nur neu. Alpina-Felgen habe ich drauf geschnallt. Sehr, sehr tief geschraubt, wie man hier sehen kann. Auch mit kleineren Gummis gefahren. Vorne 215, 40, hinten 225, auch 40, glaube ich. So sah das dann in meiner Schrauberhalle hier aus mit meinen Kumpel zusammen. Hatten wir also diverse Fahrzeuge da am Start. Das ist das erste E30.de-Treffen im Westerwald. Links der Gerd Kupfer, ich ganz rechts, neben mir der Tim Soltik. Vorne rechts sieht man hier mal den E30 M3 von Gerd Kupfer. In 2003 startete dann bei mir so die E30 M3-Zeit. Die Fahrzeuge waren unglaublich günstig zu bekommen. Da habe ich dann mit dem MIP zusammen hier, haben wir uns erstmal eingedeckt. Der MIP hat vorne einen echten E30 M3 geholt. Meiner da hinten ist ein Replika, der weiße. Und dann war die Halle sehr schnell mit E30 M3s vollgestellt. Mein Replika hatte hier einen C1 2,5 Motor drinne. Der fuhr richtig cool, ist aber noch mit 4-Loch. Ich glaube, das sind sogar 14 Zoll Felgen hier. Aber vom Fahren her war der fantastisch, aber war natürlich krumm und schief. Also sieht es hier auch ein bisschen keine makellose Rohkarosse. Was ich ganz spannend fand, der Vorbesitzer hatte hier schon einen ziemlich genialen E30.de-Aufkleber oben drauf geklebt. Das habe ich übernommen, das Design. Nochmal vielen Dank an den Designer. Ist ja bis jetzt immer noch auf meiner E30.de-Seite so verewigt.
Dann habe ich die Chance bekommen, hier ein Scecotto zu bekommen. Man sieht das Fahrzeug hier in der Mitte. Der wurde so ein bisschen geschlachtet, aber ich habe dann quasi die Karosse übernommen, habe dann da auch wieder einen S14-Motor eingebaut. Ja, das ein oder andere Treffen wurde angesteuert mit dem Scecotto und auf der Autobahn gab es auch das ein oder andere Rennen, was ich da bestritten habe. Und der Daniel hat hier den Wagen mal voll durchgetreten. Also so ein S14-Motor, wenn der gut im Futter ist, mit großen Drosseln, der fährt halt laut Tacho auch seine 250 plus. Ja, diesmal der schwarze i30 M3 vom Gerhard Kupfer in Aktion. Das Fahrzeug habe ich dann nochmal ein bisschen umgebaut mit Le Mans-Felgen, großer Bremsanlage, was halt dann so die Zeiten ergeben haben. Zwischendurch sind dann auch mal die 18 Zoll Alpina draufgekommen, die zweiteiligen. So, jetzt springen wir mal ein Stück zurück. Bisschen davor habe ich mal für 400 Euro angeboten bekommen, diesen Zinnoberroten 318i. Der war relativ rostig. War auf jeden Fall eine Komplettrestauration. Den habe ich also komplett zerlegt, leergeräumt und dann neu lackieren lassen in Zinnoberrot. Ich habe den dann eine Weile auch in Serie gefahren, was ich wirklich fantastisch finde. So muss ein 30 für mich aussehen. Besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Dabei ist es aber nicht geblieben. Ich habe dann an dem Fahrzeug den Fünfloch-Umbau mit E36-Federbeinen ausprobiert. Der hat dann also 17 Zoll Alpinas drauf bekommen. 8x17 vorne, 9x17 hinten. ET46 jeweils. In den Wagen hat dann der M88-Motor Einzug gehalten. Also der M5-Motor aus dem E28. Das sah optisch echt cool aus. Gefahren ist es leider nicht so gut. Der Motor hatte irgendwelche Probleme. Ich habe den dann in Einzelteilen verkaufen müssen, weil ich das nicht in den Griff bekommen habe. Also der Motor lief nie perfekt bei mir. An dem Fahrzeug habe ich dann meine ersten Fünfloch-Umbauten, größere Bremsanlagen hier konstruiert, wie man sieht. Also vorne mit E38-Sattel, hinten noch mit einem 993-Sattel. Der hat ja auch die schönen Sitze aus dem E28 drin. ASS, Scheel heißen die, glaube ich. Waren voll elektrisch. Das habe ich alles in dem E30 übernommen. Dann habe ich zwischendurch mal angeboten bekommen, einen cutlosen 325i mit sehr guter Ausstattung. Der stand eigentlich nur sehr lange bei mir rum. Der hat nämlich Automatikgetriebe und der fuhr halt nicht so besonders. Ne? Also Automatik an einem 325i, das funktioniert nur so mittelgut, hoher Verbrauch. Da die Automatik gar nicht so hoch drehen möchte, kam also auch von der Leistung nicht viel rüber. Der hat hier viel mehr Spaß bereitet, war ein 316er am Anfang, ein Bauer Cabrio. Die Sitze habe ich dann später noch nachgerüstet, die waren nicht dabei. Ja, mit dem offenen Verdeck beim Bauer kann man natürlich sehr schön spielen. Wenn es regnet, macht man nur hinten auf, lässt oben das Dach drauf. Der Vorteil von so einem Bauer ist auch, dass es vom Gewicht her genauso leicht ist wie ein normaler Zweitürer. Während das BMW Vollcabrio ist ja schon ein bisschen weicher und wabbeliger und wiegt halt auch noch einen ganzen Schwung mehr. Optisch ist es natürlich Geschmackssache, so ein Bauer Cabrio, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ist halt so ein bisschen Opa-Style. Sehr urig, habe ich im Moment nicht mehr im Bauer Cabrio. Steht auch ein bisschen noch auf meiner Liste, dass ich mir sowas nochmal besorge. Also am Anfang war es ein 316er mit Vergaser. Zwei Stufen Vergaser. Erster, zweiter Gang fuhr das auch gar nicht so schlecht, aber so ab 120 ist dann einfach keine Power mehr da gewesen. Das heißt, die Rücktour hier mit dem Fahrzeug, ich habe den aus Westdeutschland irgendwo geholt, war schon ein bisschen mühsam. Ich habe dann bekommen hier diesen 325 ETA in Saturnblau. Der hatte einen kleinen Treffer vorne rechts. Gar nichts Dramatisches eigentlich. Wurde auch schon ein bisschen repariert, wie man sieht. Aber irgendwie hat man das damals dann nicht mehr so gut gefunden, hat den einfach geschlachtet, obwohl das eigentlich auch eine sehr interessante Farbe ist. Das war 129 PS Version. Ziemlich selten. Die fuhr auch richtig gut. Dieser Motor ist dann halt in den 316er reingewandert. Da muss man auch den Tank abändern, weil der 316er mit Vergaser gar keine Benzinpumpe im Tank hat, sondern nur eine mechanische vorne. Der hat dann noch einen 3,25er Sperrdrift bekommen, also 3,25. Und dann war das eigentlich nicht zu übertreffen. Also schöner Durchzug. Ist auch schön quer gefahren, war komplett winterkompatibel, das Fahrzeug. Und winterfest halt sowieso. Und der war auch recht lange bei mir. Zwischendurch habe ich mir mal dieses Karo gekauft, auf Alpina Felgen gestellt. Also ich hatte hier auch, glaube ich, nur einen Satz, der ist immer wieder mal rumgewandert durch die Fahrzeuge. Der Wagen ist mir leider dann gestohlen worden. Den gibt es also leider nicht mehr. Ich glaube, mit den Felgen ist er auch weggekommen. Also die Alpina-Felgen waren, glaube ich, nicht drauf. Dann habe ich ja, habt ihr ja schon letztens gesehen, für 150 Euro Sofortkauf mal dieses Schnäppchen hier gemacht. Nerzbraun Metallic, ein 318er aus Bremen. Den habe ich dann ein bisschen aufpoliert, die Sonne drauf scheinen lassen und dann sah er so aus. Natürlich wieder die Alpina-Felgen drauf. Frontspoiler dazu gekauft, paar Recaro-Sitze rein. Und dann bin ich den ein bisschen Fotoshooten gefahren. Richtig gefahren bin ich da eigentlich nicht. Das war ein 318er, 102 PS mit Cut. Da passiert auch nicht so viel, also das hat jetzt nicht wirklich Fahrfreude bereitet. War also mehr so eine optische Geschichte. Die Farbe sieht auch nur gut aus, wenn hier wirklich die Sonne richtig schön drauf knallt, am besten noch Abendsonne. Dann kriegt das so einen schönen warmen Charakter. Ansonsten ist es halt so, wenn die Sonne nicht scheint, hat man ja beim ersten Bild gesehen, ist das eine ziemlich harmlose Geschichte. An dem habe ich dann auch meine ersten größeren Vierlochbremse ausprobiert. Das ist hier so eine 308er, mal der Versuch, was möglichst Großes unter die Alpina-Felgen zu bekommen. Naja, so war das halt. Jetzt ging es weiter. Ich habe dann einen 318i aufgebaut für jemanden. Und zwar wollte der einen 24V-Umbau haben. Den Wagen habe ich komplett zerlegt, habe den dann lackieren lassen, der Fingrau Metallic.
Und dann habe ich den 24V-Umbau gemacht, bisschen tiefer gelegt, Alpina-Felgen drauf, ES-Lippe, irgendeine Lederausstattung noch besorgt, Luftfilterkasten vom M30. Der Luftmassenmesser ist komplett im Kasten verschwunden. Zwischendurch ist mir mal ein C1 2,5 zugelaufen. Da wollte der Vorbesitzer den Motor gerne wieder haben. Ich habe ihm den Motor ausgebaut, wieder auf die Palette zurückgeschickt. War ein M52-Motor gemacht da und den wollte er irgendwie weiterfahren in seinem E36, glaube ich. Hab da ein bisschen dran rumgespielt, aber auch nie einen Motor eingebaut, sondern irgendwann unverrichteter Dinge wieder verkauft. So sah es also in der Halle aus. Da ist noch ein M3, der da ziemlich geschlachtet wird. Dann ist mir ein Alpina B10 3,5 in die Finger geraten. War auch so eine Montags-Ebay-Sofortkaufgeschichte. Das Fahrzeug war ohne die Felgen abgebildet. Ich glaube, der sollte nur 1.500 € kosten. War ich natürlich ganz schnell dabei. Naja, war aber ein bisschen voreilig. Also der Wagen hatte schon 299.000 runter. Jede Menge Ölverbrauch. Bei Vollgas hat er auch hinten ganz schön rausgenebelt. Und das war ein bisschen schade drum, weil der sah optisch richtig gut aus. Im Innenraum auch sehr gepflegt. Selbst der Motorraum sah noch top aus für die Laufleistung. Aber der Motor war definitiv ein Fall für die Revision. Auch damals waren die Alpina-Teile, also Kolben, schon sehr teuer. Also habe ich davon abgesehen, habe den Wagen dann weitergegeben. Heute würde man so ein Schätzchen natürlich auf jeden Fall behalten und aufbauen. Dann habe ich in, versteht ihr, 2006 wieder mal ein Cabrio gekauft, gesucht auch, weil mir eins gestohlen wurde, musste ich also mir ein neues kaufen. Ich glaube, das hat auch 2.500 ungefähr gekostet aus Oldenburg. Hatte Schnitzerfelgen drauf, vorne im Technik 1, habe ich erstmal demontiert. Ich wollte das eher so nackig haben. Hat dann wieder die Alpina-Felgen bekommen, die üblichen. Und dann ging es los mit dem E30 V8 Umbau. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal einen E31, einen 850i. Der stand halt beim örtlichen Händler rum. Habe ich mir gar nicht weiter was dabei gedacht. Irgendwann habe ich rausbekommen, dass das doch ein sehr seltenes Fahrzeug ist. Also erstmal hatte der eine abnehmbare Anhängerkupplung. Dann hatte der PDC hinten, was nicht so häufig vorkommt. Und halt den 5,4 Liter Motor, also ein M73, was im Achter auch sehr selten ist. Sieht man auch daran, dass er hier die Steptronik verbaut hat. Irgendwann habe ich mal das Bild hier im Achterforum gesehen, habe mir diese Felgen auch besorgt und habe den dann ja, so ein bisschen optisch hergerichtet und Berlin damit unsicher gemacht. Dann habe ich hier so ein Fundstück, das ist ein Cutlosser 325i, Viertürer Achard Grün Metallic. Und der war auch wieder Fotomodell für meine Bremsanlagen. Vorne 312er, hinten dann irgendwann die 2490er. Das ist auch so eine Farbe, die nur bei richtiger Belichtung so einigermaßen freundlich rüberkommt. Wenn es graues Wetter ist, ist es wie beim Nerzbraun, irgendein Schwarz halt. 325EX, Vorfacelift, auch bei eBay für kleines Geld ersteigert, abgeholt hinter Worms. Aufpoliert, die Verkleidung abgeschraubt und schon war das ein ganz normaler Alltagswagen, mit dem ich auch sehr lange in Berlin rumgefahren bin. Dann habe ich mal in 2008, müsste das gewesen sein, ganz kurzzeitig diesen Wagen hier besessen, den kennt ihr vielleicht. Habe den eigentlich nur gekauft, um den Motor da rauszureißen und in meinem Cecotto einzubauen, weil da so ein paar Defizite waren bei meinem S14 Motor und dann ist er gleich wieder weitergegeben worden. Ja, V8 E30 war ja dann ein großes Thema und dann habe ich dieses Fahrzeug angeboten bekommen. War ein Ringtool, das heißt, der war rundherum zerbeult, verkratzt, ein bisschen Rost auch. Der ist dann neu lackiert worden bei mir, hat von mir vorne dann nochmal einen richtigen Fünfloch-Umbau bekommen, eine große Bremsanlage. Ich habe da auch alles eingetragen. Mir hat aber der Umbau im Detail an einigen Stellen nicht so gefallen, also habe ich den Wagen dann wieder veräußert und habe dann entsprechend mein rotes Cabrio so umgebaut, wie ich das dann irgendwie für besser hielt. Viertelmeile hat er sich auch ganz gut geschlagen, war auch relativ leicht, Motor ging sehr gut. Immer wieder mal, wenn dann so Cabrios angeboten wurden, habe ich zugeschlagen. Hier mal ein 320er, muss natürlich richtig aufpoliert werden, aber immerhin schönes Vorfacelift-Modell. So, der Andi hatte dann sein Fahrzeug auf V12 umgebaut, sein Cabrio. Mein Cabrio war gerade fertig mit V8. Und damals bin ich halt auch viel mit dem Achter dann auf die Treffen gefahren. Das ist jetzt hier Bayreuth, also Himmelkron. 2009 herum habe ich mir dann mal spontan für ganz kurze Zeit einen Jaguar gegönnt. Hochzeit mit meiner Frau stand an und da wollte ich jetzt nicht mit dem BMW vorfahren. Also habe ich hier einen schönen XJ12 gekauft. Optisch wirklich ein Traum. Fahren sollte man den lieber nicht, weil beim Fahren haben sich dann alle Defizite offenbart, die die Engländer da in das Fahrzeug reinkonstruiert haben. Den Wagen habe ich dann schon zusammen mit meiner Frau gekauft, hier für 400 €, glaube ich, mit Getriebeschaden, 318i, im Bronzit Beige Metallic. War ein Fahrzeug vom Rentner, das heißt, ich musste die rechte Seite tatsächlich sofort nochmal lackieren, weil da irgendwie seine Garage zu eng war. Dann hatte ich so meinen Rappel hier, die ganzen seltenen Farben zusammenzusammeln und dann war halt Smaragdgrün nochmal auf der Liste. Habe ich diesen 318i aus Regensburg geholt. Bin den auch eine Weile so als 318er gefahren. Dann kam ein Ether rein, weil der irgendwie gerade übrig war. Ja, ich war aber ein bisschen ratlos, was ich mit dem Fahrzeug machen sollte. Mittlerweile ist der zum Geländewagen umgebaut worden, also ein bisschen höher gelegt, hat den V8 drinne mit Fünfganggetriebe. Zu dem Fahrzeug, ja, muss ich auch mal eine Videoreihe starten. Mal gucken, wenn ich dazu komme.
Dann gab es mal auch wieder bei eBay für kleines Geld diesen 129 PS ETA in Burgundrot Metallic. Auch eine sehr interessante Farbe. Dummerweise neigt sie ganz stark zum Klarlack ablösen. So war das hier bei dem auch. So, in 2009, 2010 habe ich dann meine neue Garage hier gebaut. So sieht es so aus, wenn nichts drin steht. Naja, das wurde dann halt immer nach und nach alles ein bisschen voller. Dann habe ich zwischen Weihnachten und Silvester, meine Frau wird sich bedanken, bei eBay Kleinanzeigen für 6000 Euro diesen 850er gefunden. Sechsgang Schaltgetriebe, brillantrot, neu lackiert, mit Motorproblemen laut Aussagen des Verkäufers. Die Motorprobleme lagen daran, dass der Vorbesitzer immer die Batterie abgeklemmt hat und die Synchronisation der Bänke hat immer ewig gedauert. Erst so nach 20 Kilometern fuhr der Wagen dann wieder ganz normal mit voller Leistung. Den habe ich umgebaut, oder vielmehr der Andi war es, auf S62. Ist ja relativ einfach zu machen. Sechsganggetriebe dran, optimale Motorisierung, sehr schöner Sound. Es geht endlich mal richtig nach vorne mit diesem doch schweren Fahrzeug. Ja, ich hatte dann hier mir einen Disk besorgt, weil die alten Fahrzeuge sich doch nicht so gut mit den Impa auslesen lassen. Und dieser Disk-Rechner besteht untenrum zum größeren Teil aus Klimaanlage und Akkus. Relativ schweres Teil, braucht bestimmt auch jede Menge Strom, dauert 5 Minuten, bis er hochgefahren ist, aber dann kann man eigentlich alles damit machen. Das ist ein Röhren-Touchscreen, habe ich so auch noch nicht gesehen gehabt. Und insbesondere so die alten Motoren M40, M20, M30 oder auch den V12 für den M70 konnte das System wunderbar auslesen. Und dafür hat sich das eigentlich schon gelohnt. Dann hatte ich mal ein bisschen Sehnsucht nach einem E24, nach einem 6er, habe ich hier schön dieses 87er Modell gefunden und optisch wieder ein bisschen auf Serie zurückgerüstet. Der kam mit 18 Zoll Hartgefällen. Der fuhr aber vom Fahrwerk her nicht so schön, wie ich mir es vorgestellt habe. Trotz nagelneuem Bielsteinfahrwerk und allen möglichen neuen Gummiteilen war das immer so ein bisschen knochiges Fahrverhalten. So, jetzt sind wir schon fast in der Neuzeit angelangt. Ich habe dann den Cecotto abgegeben, habe dafür mir einen ganz normalen E30 M3 besorgt, habe den neu aufgebaut, wieder die Le Mans Fellen drauf. Sechsganggetriebe ist ja auch verbaut. Mittlerweile steht er auf diesen Maxi-Leitfelgen mit Alpina-Design. Dann gab es ja zwischendurch noch den Pickup, haben wir fast vergessen. Den habe ich auch ganz schön umgebaut. Anfangs war das ein 325er, dann war es hier ein V8 mit Sidepipes. Und zuletzt war es wieder ein 325i, weil einfach der TÜV gesagt hat, nee, also die verlängerte Karosse ist schön und gut, aber der Motorumbau geht gar nicht. So, dann hatte ich hier zwischenzeitlich mal ein 320i. Cabrio, Malachitgrün, habe ich von jemandem abgekauft, der es einfach nicht zu Ende gebaut hatte. Also war so ein Projektabbruch, da habe ich dann noch jede Menge Kleinigkeiten dran machen müssen und dann irgendwann war er aber soweit fahrbereit. Hatte elektrisches Verdeck, dummerweise waren die Spannbänder nicht die korrekten. Man musste also bei dem elektrischen Verdeck hier dann doch nachhelfen, also während des elektrischen Betätigungsvorgangs anhalten, den Stoff richtig machen und dann wieder weiterdrücken. Das ist natürlich ein bisschen nervig, von daher ist ein manuelles Verdeck schon ein bisschen günstiger wahrscheinlich für die 30. Ja, das habe ich dann weggegeben, dann habe ich hier dieses neonblaue Cabrio bei E30.de in den Kleinanzeigen gefunden, natürlich sofort zugeschlagen. Ich wollte immer schon einen Estorilblauen E30 mir bauen, bis ich dann gemerkt habe, dass es so eine Farbe ja ungefähr auch original ab Werk gab, nämlich das Neonblau in den letzten Baujahren sehr selten auch anzutreffen, war ich natürlich sofort zugeschlagen und damit habe ich jetzt ja auch so einen absolut herrlichen Wagen in dieser Farbkombination und vor allen Dingen ab Werk und nicht selbst gebaut. Naja, die neueren Fahrzeuge, die kennt ihr jetzt ja hier schon von meinem YouTube-Channel, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich würde sagen, habt ihr jetzt einen kleinen Überblick, was die letzten 30 Jahre bei mir E30-mäßig so ablief.